Guten Abend und willkommen. Ich melde mich heute live von der Champions League. Heute steht das erste Gruppenspiel der zweiten Runde der Champions League auf dem Spielplan. Beide Mannschaften haben in der Vorrunde herrlichen Fußball gezeigt. Doch welches Team wird heute die Nase vorn haben? Heute trifft der AC Florenz auf Galatasaray Istanbul. Das Stadion ist wunderschön bei dieser Flutlichtbeleuchtung, aber schauen wir lieber, was sich auf dem Rasen abspielt. Ein schöner Pass nach vorne. Dafür muss er mindestens Geld bekommen. Hier wird um jeden Ball gekämpft. Ein herrlicher Doppelpass. Naja, das war wohl nichts. Arif. Hinter der Linie, der Ball ist im Aus. Der kommt kurz. Guter Ball. Er geht im richtigen Moment zum Ball. Ein gefühlvoller Pass nach vorn. Schöner Kopfball. Findet sein Ziel. Ein exzellenter Pass. Er hat jetzt genügend Unterstützung. Ein gefährlicher Pass in den Strafraum. Prallt von der Latte zurück. Gut ausgeputzt. Ins Abseits gelaufen. Gedeckt. Großartig gemacht vom Torhüter. Ein langer Ball nach vorn in die Spitze. Klasse Pass. Und er lässt ihn fallen. Oh nein. Es bleibt bei 0:0. Findet seinen Mann. Emre leitet den Ball weiter. Und läuft und läuft und läuft. Ein gewagter Pass. Hat seinen Adressaten gefunden. Daraus könnte was werden. Eine tolle Aktion. Guter Job. Arif. Großartiger Pass. Das ist der Halbzeitpfiff. Deine Meinung zu Galatasaray, Rainer? Ich kann die Taktiken, die dieses Spiel bestimmen, durchaus verstehen, Albrecht. Aber das Spiel war bisher nicht sonderlich gut. Ein 0:0 und die Fans und Zuschauer dürften kaum zufrieden sein. Armin, was denkst du über die erste Halbzeit? Das war eindeutig ein Foul. Ich habe ihn bereits ein paar Mal beim harten Einsteigen beobachtet, aber das hier, das war absolut sinnlos. Und los geht's. Super gespielt. Gut gespielt. Gut pariert. Schöner Ball. Foulspiel, ja, Elfmeter. Er tritt an zum Elfmeter. Er flog in die richtige Ecke. Der Ball rollt wieder. Und los geht's. Was für ein Pass. Sauber und fair vom Ball getrennt. Da kommt der Ball von rechts.
Gut getimtes Tackling. Schöne Parade. Schön nach vorn gespielt. Direkt weitergespielt. Sie bleiben in Ballbesitz. Das müsste einen Freistoß geben. Guter Ball. Und der Ball geht ins Aus. Sein Gegenspieler lässt ihm keinen Zentimeter Raum. Ein schneller Konter. Spielt den Ball ab. Gute Hereingabe. Ein strammer Schuss, aber was für eine Parade. Sie suchen die Lücke. Was hat der für einen Schuss? Und da ist er drin. Jawohl, das war die Nummer 3. Hattrick. Das war der Anstoß. Schön nach vorn gespielt. Arif. Schießt aufs Tor. Und da ist der Schlusspfiff. 90 Minuten sind vorbei. Der heutige Abend steht wieder einmal im Zeichen der Champions League. Wie immer berichten wir live und exklusiv. Einige Teams werden heute Abend bereits die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale stellen. Andere wiederum müssen die Niederlagen des ersten Spiels wettmachen. Die Spieler wissen nur zu gut, was geschieht, wenn man in dieser Gruppe zu spät auf Touren kommt. Das Stadion ist wunderschön bei dieser Flutlichtbeleuchtung, aber schauen wir lieber, was sich auf dem Rasen abspielt. Und ein langer Ball nach vorn. Ein herrlicher Ball. Ein Pass in die Tiefe. Und da macht er das Ding. Schön weitergeleitet. Das müsste einen Freistoß geben. Ja, das war jetzt eindeutig gegen die Regeln. Das ist dem Schiedsrichter eine gelbe Karte wert. Mal sehen, für welche Variante er sich entscheidet. Vorbei. Aus der Luft. Klasse pariert. Gutes Ballgefühl. Morientes. Schuss und Tor. Das Match kann weitergehen. Der Ball erreicht den Adressaten.
Ein wunderschöner Pass. Eng gedeckt. Das war ein Foul. 11 Meter und noch eine gelbe Karte für den Übeltäter. Man kann sich den Druck vorstellen, der jetzt auf dem Torwart lastet. Hervorragend gemacht. Ein toller Elfmeter. Der Torwart wusste überhaupt nicht, wo der Ball hingeht. Der Ball rollt wieder. Ein exzellenter Pass. Raul. Raul. Und da ist das Tor. Im Gegenzug der Ausgleichstreffer. Tja, wenn du im Rückstand bist, ist das die beste Antwort, die es gibt. Schieß sofort den Ausgleich. Spiel zurück. Okan. Schönes Passspiel. Okan hat seinen Adressaten gefunden. Und nochmal. Jawohl, der Ball ist drin. Der nächste Treffer. Das Spiel wird wieder angepfiffen. Ein gefühlvoller Pass nach vorn. Die ersten 45 Minuten sind um. Großartiger Pass. Das Spiel wird neu aufgebaut. Den hat er noch. Hadji. Und die Flagge geht hoch, abseits. Gute Kombination. Mensch, die beiden sind aber klasse. 3:2 der Spielstand. Eine Menge Tore, ein klasse Spiel. Von links reingespielt, bloß weg mit dem Ball. Klasse Abwehr. Das war gefährlich. Hierro. Schlägt den Ball nach vorn. Der Torwart mit einem unglaublichen Reflex. Emre. Schön hereingegeben. Glänzende Aktion des Schlussmannes. Findet seinen Mann. Super gespielt. Leitet den Ball weiter. Führt den Ball immer noch. Und irgendwie fängt der Torwart den Ball noch vor der Linie ab. Seedorf. Raul. In letzter Sekunde gerettet. Schön weitergeleitet. Geht mit dem Kopf zum Ball. Im letzten Moment gestoppt. Und er lässt den Ball fallen. Und Ecke.
Sauber geklärt. Gute Kontermöglichkeit. Schöner Alleingang. Und das war der Schlusspfiff. Was sagst du? Der Gegner wurde förmlich überrannt mit hohen Spielanteilen in einer Vielzahl. Ich begrüße Sie zu unserer Live-Übertragung der UEFA Champions League. In der dritten Begegnung dieser Runde der Champions League laufen die Teams heute zum 9. Spiel auf. Auch die nationalen Meisterschaften nähern sich langsam der spannenden Phase. Das hätte leicht ein Tor werden können. Da hatte er sehr eilig mit dem Eckball. Großartige Reaktion des Torhüters. Und Tor! Leitet den Ball weiter. Okan. Schöner Ball. Er schlägt einen Pass. Was für ein Pass. Eine tolle Aktion. Guter Ball. Ein herrlicher Ball. Klasse Pass. Arif. Und der hat gepasst. Tor. Das Spiel läuft wieder. Er geht im richtigen Moment zum Ball. Da lässt er nicht locker. Leitet den Ball weiter. Strammer Linksschuss. Souverän gemeistert vom Keeper. Schön angenommen. Großartiger Pass. Hier steht es immer noch 1:1, nach wie vor alles offen. Emre! Und der geht vorbei. Entscheidet sich für einen langen Ball nach vorn. Schöner Ball. Also ich wette, Oliver Bierhoff hätte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das war knapp. Was für ein Pass. Das ist der Halbzeitpfiff. Ein kurzes Halbzeitresümee über den FC Valencia, Rainer. Nach der ersten Halbzeit steht es 1:1. Keines der Teams hat besonders gut bisher gespielt. Wenn wir irgendwann noch einen Gewinner sehen sollten, muss eine Mannschaft beider mal das Heft in die Hand nehmen. Oder wie siehst du das, Armin?
Er hat ja unmögliche Reflexe. Und da ist das Tor! Jetzt sind sie vorn. Gut getimtes Tackling. Weit hinausgespielt und nun die Konterchance. Guter Ball. Der Ball ist erstmal raus. Da ist er drin! Sowas nicht. Sie hatten eindeutig mehr vom Spiel und die Führung geht deshalb auch völlig in Ordnung. Ja, sie haben alle gezeigt, was sie können. Den Ball halten und Torchancen verwandeln. Mit dem Kopf. Ein genau getimter Angriff auf den Ball. Und hinein in den gegnerischen Strafraum. Und von der rechten Seite reingespielt. Und Tor! Der Ball ist im Tor! Der Abschluss perfekt. Ein tolles Tor. Ein schöner Pass nach vorne. Okan. Oh, der kommt gut rein. Da bietet sich jemand an. Das kann gefährlich werden. Sie suchen die Lücke in der Abwehr. Arif. Und geklärt. Gute, solide Abwehr. Daraus könnte was werden. Ja, das hat ihn nicht in Schwierigkeiten gebracht. Der nächste Treffer. Ein tolles Tor. Er ist ja auch wirklich in Höchstform heute. Der Ball rollt wieder. Und los geht's. Guter Einsatz. Arif! Letzte Minute und noch eine Glanztat des Torwarts. Das war nochmal ein echter Test. Faustabwehr. Und da ist der Schlusspfiff. 90 Minuten sind vorbei. Was sagst du zur Leistung von Galatasaray Istanbul, Rainer?